Willkommen zurück, liebe Gruselfreunde. Ja, ich bin schon so aufgeregt hier, dass ich nicht mehr normal sprechen kann. Puh, wir müssen nämlich gleich flüchten und ab geht's. Einfach abhauen. Ich weiß nicht wohin. Das war auf jeden Fall die falsche Richtung. Ich glaube, wir haben noch unsere Axt dabei, oder? Mit was hau ich den dann platt hier? Vorschlagshammer. Boah, geil, ich nehme den Vorschlagshammer. Was haben wir hier noch? Schrankschlüssel. Ah, guck mal an. Wo ist denn hier ein Schrank? Schrank? Ich sehe hier keinen Schrank. Kannst du mir mal helfen? Ich suche einen Schrank. Wozu habe ich denn einen Schrankschlüssel, wenn er nicht hier passt? Achso, das ist ein größerer Komplex hier. Hier kommen wir nicht hinein. Von der anderen Seite verschlossen. Oh, was haben wir hier? Brennholz. Na komm. Damit wir die Waffe auch in unserem Inventar mal gehabt haben. Damit es ins Archiv eingetragen wird. Es ist so dunkel. Ich fühle mich aber so jedenfalls ein bisschen sicherer, weil ich dann zuhauen kann. Oh oh. Da drin. Sturmschutz. Na komm. Okay. So weit, so gut. Wo ist der Typ? Ha, der müsste hier doch irgendwo sein. Typ, wo bist du? Du warst doch hier vorhin noch. Jetzt ist er weg. Strange. Jetzt dachte ich gerade, hier wäre jemand erhängt. Dabei sind es nur ein paar Hosen. Okay. Abgeschlossen. Was gibt's hier? Solange der Draht herumgewickelt ist, können wir sie nicht öffnen. Okay. Okay, so kriege ich es nicht auf. Schade. Hallo? Jemand zu Hause? Ich will es eigentlich nicht wissen. Hä? Achso, das ist ein Kleiderschrank. Oh. Hier ist doch jemand in der Nähe. Ich will keine Thermoskanne. Ich habe eine Thermoskanne, aber die trinkt uns nichts. Der kann man nicht gut zuhauen. Verstecken? Hier könnten wir uns theoretisch verstecken. Aber sie bleibt dann einfach draußen. Ja, das ist natürlich nicht so sinnvoll. Wenn wir ihr sagen könnten, sie soll sich da verstecken, dann wäre das schon besser. Wo ist denn der Typ? Ist der hier? Da! Komm her! Au! So, mit meinem Vorschlagshammer hier, Vorschlaghammer, malträtieren wir dich jetzt. Ein Küchenmesser, das ist auf jeden Fall besser, weil es schneller ist. Und schneller ist meiner Meinung nach besser. Das hat man gesehen, wenn die jetzt richtig getroffen hätte mit ihrem Küchenmesser. Dann hätte sie uns echt ganz schön erwischt. Frage ist jetzt, wo ist der Typ? Draußen? Draußen? Irgendwo drin. Okay. Der müsste eigentlich hier sein, oder? Der ist hier aber nicht. Eine Bratpfanne will ich auch nicht. Das ist cool, dass man hier so viele Gegenstände benutzen kann. So, die Tür haben wir aufgeschlossen. Die Frage ist eigentlich, wo wir überhaupt hin müssen. Klettern Sie vom Balkon im ersten Stock auf das Dach. Aha. Wir müssen also da hoch. Okay, ist das ein Lift? Ein Fahrstuhl? Ich check das noch nicht so ganz. Hier ist auf jeden Fall eine Treppe. Wir gehen mal die Treppe hoch.
Komm mir nach. Kleines Mädchen. Das nicht so klein ist eigentlich. Hier könnte man sich auf jeden Fall verstecken. Oh, ein Drahtschneider. Aber der ist kaputt. Oder bringt der da trotzdem was? Ich probier's mal aus. Hat ja nicht Schaden. Wo war das? Wo war das? Das war hier? Ah, die Thermoskanne. Die will ich ja nicht. Jetzt habe ich mich verirrt. Draht durchschneiden. Was? Ich hab doch ein Werkzeug. Fick dich doch. Ist, weil er kaputt ist oder was? Ups. Na gut, dann lassen wir das halt. Vorschlagshammer. Der ist irgendwo hier draußen, der Typ. Ich möchte schnell ins Inventar gucken. Ein zerbrochene Hälfte eines Dra... Ach so, das ist nur eine Hälfte. Ah. Dann müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen umschauen. Es lohnt sich vielleicht. Na toll. Komm her. Scheiße. Komm. Selbst wenn die nicht ganz so stark sind wie die großen Waffen, hier schließen wir mal auf, sind sie auf jeden Fall besser, Leute. Auf jeden Fall. Das ist ein Tipp. Weil du mit denen agiler bist. Das ist zu 100% ein Vorteil. Okay, wir gehen mal nach oben nochmal. Kommst du? Wow! Wow! Die habe ich nicht gesehen, Verschwinde, Nein, au! Wir haben sie. Eine Altblockflöte, die lebt ja doch noch. Ich wollte doch nicht die Flöte hier. Die ist doof. Ja, es ist vorläufig vorbei. Hier können wir uns auch verstecken. Wollen wir aber nicht. Lässt du mich mal hier lang, Mädchen? Eine Gitarre, guck mal. Ach, cool. Ach, geil. Entschuldigung. Ich will die Gitarre mitnehmen. Das muss einfach sein. Das ist geil. Ein Uhrenspannschlüssel, aha. Ja, das ist ein Uhrenspannschlüssel. Das weiß man doch. Nur was man damit anfangen soll, das weiß ich hingegen nicht. Was? Ah, nee, da ist doch irgendwo schon wieder jemand. Oh, locken Sie, finden Sie den Schlafzimmerschlüssel, locken Sie sich wieder aus dem vorderen Arbeitszimmer. Leck mich doch. Okay, das Arbeitszimmer ist da. Finden Sie den Schlafzimmerschlüssel. Ach, der ist wahrscheinlich da, wo das Ding ist. Wegen der. Mit dem Draht hier. Das könnte ich mir noch gut vorstellen. Komm her mit deiner blöden Teekanne. Au! Hier, eine Gitarre kriegst du. Ach! Ach, das war die jetzt? Ah, nö. Also, die sind eigentlich nicht tot. Die kommen dann wieder. Ach, das ist ja voll die Härte, ey. Das ist ja super hart. Jetzt muss ich... Ich sehe nichts. Ach, diese blöden... Nach hinten und dann links. Lässt du mich mal... Danke. Das müsste ja hier sein. Ah, Uhr aufziehen, okay. So, jetzt müssen wir aber verschwinden. Jetzt am besten die Sicht von so einem Typen nehmen.
Mist. Oh, wie ging das denn nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Okay, jetzt die Uhr. Aber jetzt müssen wir ja noch ins Arbeitszimmer kommen. Muss ich doch da nach unten, oder? Wow! Okay, schnell hier hinein. Schlafzimmerschlüssel. Nein, ich will nicht den Aschenbecher. Da ist die Gitarre. Oh, ich komme, ich komme, ich komme. Oh, der hat eine Knarre. Alter! Der hat eine Knarre. Ich glaub das ja nicht. Warum hat... Shit. Mit sowas rechne ich natürlich überhaupt nicht, dass der jetzt mit einer Knarre ankommt. Wo müssen wir beginnen? Ah, okay, hier oben. Nein, 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 bleib! Ich weiß gar nicht, was habe ich denn da in der Hand? Auf jeden Fall nicht die ideale Waffe. Nein, es ist niemals vorbei, meine Freundin. Niemals! Und wir benutzen wieder die Gitarre. So, die hat eine Altblockflöte. Was war denn das hier? Ein Schürhaken, aha. Das ist okay. Ich würde sagen, du bleibst mal hier. Am besten wäre es natürlich, wenn du dich verstecken würdest, aber okay. Ich schließe hier mal die Tür, ne? Und du bleibst schön artig da. Ups, ich wollte mich doch nicht verstecken. Raus mit dir, Junge. Okay. Das Uhrendings haben wir, ne? Sollen wir die ausschalten da? Vielleicht wäre es besser. Scheiße, scheiße, daneben gehauen, daneben gehauen. Hier! Jetzt zimmern dir mal die Gitarre auf den Schädel! Küchenmesser, ich nehme das Küchenmesser. Nein, obwohl die Gitarre ist eigentlich ziemlich stark. Und auch sonst ziemlich gut, finde ich. Ich mag die Gitarre eigentlich. Haben wir jetzt das nicht mitgenommen? Das war doch hier oben, oder? War das nicht hier? Wo war denn dieser blöde Schlüssel? Altblockflöte? Ah, hier, oder? Nee, das ist auch nichts. Das habe ich vergessen. Nein, ich will nicht... Ich will nicht den Schürhaken, der ist doof. Guck mal. Ein Pinguin. Schön. Ah, hier, Uhrenspannschlüssel. Ja, das ist ein Schlüssel. Du wartest jetzt gefälligst hier. Ich hoffe, die Trulla in ihrem Zimmer steht nicht wieder auf. Es wäre nicht so schön. Nein, ich hab's... Ich hab's doch gewusst. Ja, ich bin ja da. Und da kommt der zweite. Nein, komm. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob wir ihn kriegen. Ja, wir haben ihn. Boah, ist das blöd. Ey, das ist super nervig. Wenn die wieder aufstehen. Wo zum Teufel bist du eigentlich hin?
Hallo? Wo ist sie hin? Troller? Ey, wo ist die Alte hin? Kommst du gefälligst hierher? Wirst du mir wohl gehorchen? Ich zieh mal den blöden Dings hier auf. Aber wo ist sie hin? Hier scheint sie ja nicht zu sein. Und hier auch nicht. Hier ist ein Pissoir. Kommt dann gleich der andere Typ. So. Das überspringen wir mal. Das müssen wir uns nicht wieder angucken. Wir versuchen ihn niederzuschlagen. Ich versuch's. Auch wenn er eine Knarre hat. Ich hab ihn, ich hab ihn. Und wo ist sie? Komm her, komm her. Schön, wir haben eine Knarre. Nein, wir sind immer noch nicht sicher, aber wir haben zumindest eine Knarre. Bratpfanne. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, da aufzuschließen. Schlafzimmerschlüssel. Polling-Pokal. Heben wir auch mal auf. Das ist so anstrengend, Aschenbecher. Komm, weg da, Mädchen. Weg da. Hau mal ab, Mann. Ey, du regst mich gerade auf. Danke. Scheiße. Scheiße, steht wieder auf hier. Wirst du wohl. Nein, 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 nachladen, nachladen. Komm schon. Okay, das ist super heftig. Wenn die wieder aufstehen jedes Mal, dann ist das natürlich übel. Das ist natürlich nicht so schön. Schnell verschwinden wir hier. Gibt's hier was? Nee, ich glaube nicht. Öffnen. Nichts. Ist ja doof. Wo geht's hier raus? Hier. Folge mir. Entkommen nach Karuwari. Folgen Sie dem Dach, über das Eingangstor zu entkommen. Aha. Ich muss schnell gucken. Okay, vorsichtig. Ich bin gerade super nervös, ey. Können wir jetzt irgendwie... Okay. Wir haben es fast geschafft, glaube ich. Wir sind definitiv auf dem richtigen Weg. Okay, fast geschafft, fast geschafft. Komm mit. Puh. Mission erfüllt. Boah, bin ich froh. Das ist echt anstrengender, als es aussieht, Leute. Hello? Is anyone there? Da waren wir vorhin mit der Kleinen drin. Und da ist sie. Boah, der Fluss ist mittlerweile mit Blut gefüllt. Oh Mist. Nächstes Mal. Where's Sam? He's there, isn't he? Looks like Bella's. It means she's alive. I have a few things I must take care of. Miyako, Isho, Gambaru. My lord, what is it you desire? Siren Blood Curse. Das wird noch so crazy, Freunde. Noch so crazy.
Und wir haben erst 4 Kapitel abgeschlossen von 12. Da erwartet uns noch einiges, das kann ich euch versprechen. Und ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ich habe gerade mal 2 Kapitel gespielt. Aber die haben es echt in sich gehabt, finde ich. Boah. Also, wir hören uns morgen Abend wieder zu später Stunde. Bis dahin.